Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 unseres großen Pre-Release-Livestreams. Mein Name ist Lars Lizertan-Malcharek. Bei mir ist heute Ken Burgess, unser QA-Analyst, und Werner Dier von Burning Gamers, den ihr am Montag schon gesehen habt. Für uns beide ist es heute die Premiere. Wir werden heute ein bisschen über Pferde sprechen und über sehr viel mehr. Und wir haben selbstverständlich auch wieder ein Gewinnspiel. Wir werden heute verlosen, ich darf das hier kurz einmal zeigen, die Collector's Edition. Und nicht nur eine, sondern ich greife einfach runter. Eine zweite Collector's Edition. Ihr bleibt also dran und wir sagen euch nachher, wie ihr sie bekommt. Neben den Pferden, das hatten wir euch versprochen, zeigen wir heute auch den Hund. Ne? Das hat Kenny. Endlich. Hat's versprochen. Wir zeigen den Hund. Wir haben euch gehört. Wir wissen, dass es mittlerweile schon fast ein Myth ist, dass wir einen Hund haben. Wir zeigen es. Und Kenny zeigt euch noch ein bisschen mehr. Deswegen übergebe ich einfach mal an Kenny jetzt. Jo. Genau. Also wir sind jetzt hier schon im Spiel und haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Unser Thema heute, Pferde, was natürlich auch neu hier mit drin ist, ist eine unserer neuen Fruchtsorten. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon am Montag mit ein bisschen gezeigt habt, Werner. Wir haben hier tatsächlich Hafer, sehen wir jetzt hier. Mhm. Hafer braucht man natürlich auch für Pferde. Auch natürlich, wenn wir schon hier ein bisschen was Neues... Warte mal, Kenny, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Die Technik hat den falschen Laptop eingeblendet. Oh, ja gut. Wenn wir da kurz, ansonsten muss der Werner das machen. Sonst muss der Werner das machen, aber eigentlich sollten wir, glaube ich, auf den von Kenny switchen. Das bekommen wir aber gleich geregelt. Das sieht aus wie Kenny, sieht das aus wie Kenny? Nein, das ist immer noch Werner. Werner, dann bist da du jetzt unser wir. Steuermann. Jetzt haben wir es. Jetzt darf ich spielen, endlich. Genau, wir haben hier an unserem Feld schon bereitstehen unseren John Deere T560i, ein neuer Mähdrescher. Von John Deere, großes Ding. Genau, was man eben braucht, Hafer, Futter für die Tiere. Und jetzt zeigen wir jetzt erstmal hier vorne, man sieht auch vorne schon etwas, auch eines unserer neuen Features, das Foliage Bending. Hast du da selber auch schon ein bisschen reinspielen können, Werner? Ja, absolut. Also ich bin ja seit Montag schon hier, wir haben ja Montagabend schon einen Stream gehabt. Und seitdem bin ich wirklich ununterbrochen, entweder Konsole oder PC und zock das Ding wirklich Tag und Nacht fast schon. Und ja, neue Drescher sehen natürlich super aus, auch in der passenden Größe. Und auch, wie gesagt, Hafer ist eben gerade dabei, der Ken, für die Pferde schon zu machen. Aber es gibt ganz viele ganz Kleinigkeiten, die man aber später wahrscheinlich erst sehen wird. Aber es hat sich wirklich sehr viel verändert. Ich sehe es jetzt gerade, wir haben auch neu im 19er, zeige ich jetzt mal kurz, wenn wir hier die zweite Bahn anfangen. Man kann bei den Dreschern jetzt tatsächlich umschalten. Und zwar... Hinten sehen wir unsere Strohschwaden, die rauskommt, braucht man für Strohballen, was auch natürlich für die Pferde gebraucht wird. Und, machen wir hier kurz im Hilfemenü, sehen wir das auch, wir können jetzt hier zwischen den Strohschwaden und auch gehäckseltem Stroh umschalten. Das heißt, wenn wir jetzt nun hier entlang fahren, sehen wir hinten schön eine neue Textur, die jetzt mit drauf kommt. Das war auch so eine Sache, die viele Spieler, die haben immer mal wieder gefragt, danach und wir haben es jetzt ins Base Game so mal schön mit rein integriert. So, müssen wir mal gucken. Wir müssen da vorne, ich kann jetzt mal dann einfach, ich mache jetzt mal noch die Bahn hier schön fertig und dann werden wir mal unseren Hafer überladen und den zu den Pferden bringen, dass wir tatsächlich auch was sehen. Wir kriegen eine Nachricht rein von Kai Reimnitz, der wird gerne die Abnutzung im Flug sehen. Vielleicht wäre es dann eine Idee, dass wir einfach mal per Helfer was im Hintergrund laufen lassen und dann am Ende des Streams nochmal draufschalten. Das können schauen, wir machen, ja. Aussieht. Ich kann mal schnell das schauen. Wir gehen mal in den Shop. Also spontan können wir es nicht zeigen, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, aber wenn wir die Jungs ein bisschen arbeiten lassen, genau, dann ich schaue jetzt mal muss hier, das ja möglich sein. Wir kaufen uns hier mal unseren Agromaschpflug. So. Packen wir mal ein passendes Fahrzeug vorne mit dran. Die sind alle ein bisschen stark. Schauen wir mal. Wir haben hier tatsächlich auch neu im Shop, das können wir jetzt gleich mal hier zeigen. Unser 3D-Shop ist natürlich auch mit neu dabei. So, jetzt machen wir mal hier noch ein entsprechendes Gewicht dazu. Gehen wir mal darüber. So, ein kleines müsste reichen hier. Und dann switchen wir mal schnell rüber zum Shop. Jetzt muss ich mal durchwechseln, da sind wir schon. Schließe ich mal hier vorne an. So, dann bin so aufs Game fokussiert. Alles gut, wir auch.
Sieht für die Zuschauer bestimmt witzig aus, wie wir beide so auf deinen Monitor starren eigentlich, aber wir wollen es ja auch sehen. Genau, was wir jetzt, was ihr jetzt auch gleich zeigen könnt, um natürlich, wir haben jetzt hier das insofern vorbereitet, wir haben ja nun unsere Ländereien hier im Spiel und wir können jetzt hier eben mal zeigen, ich kaufe jetzt mal hier unten einfach Feld 20, also hier auf dem Land, was wir sehen, Feld 20 ist mit drauf. Wir sehen auch hier, dass da ein paar Bäume und so weiter auch mit draufstehen. Das bedeutet, wirklich alles, was wir auf diesem Land kaufen, können wir dann im Spiel auch nutzen. Ja, habe ich ja im Forum schon mal gesagt, also Baumpiraterie ist quasi vorbei im LS19. Endlich, ja. Man kann nur noch die Bäume absägen, die einem wirklich gehören. Korrekt, und nicht mehr beim Nachbarn über Nacht mal aus dem Schattenparkplatz irgendwie eine Sonnenwiese machen. Nein. Das ist vorbei. Und was mir heute aufgefallen ist erst wieder, du kannst auch kein fremdes Land bearbeiten. Das heißt, du kannst nicht mit dem Flug auf ein fremdes Feld drauf fahren. Das funktioniert alles nicht mehr. Ja, es gibt eine Möglichkeit tatsächlich im Multiplayer. Wir sehen das dann auch in späteren Streams die Woche noch, am Wochenende. Da werden wir euch das ein bisschen zeigen. Und zwar, man kann, wenn man auf einer Farm ist und man möchte jetzt auf einem Land von einer anderen Farm eben arbeiten, dann kann man dort das auch tun, wenn man sich den Lohnunternehmerstatus setzt. Also man kann dann für diese Farm arbeiten und die Spieler können dann untereinander das dann eben aufmachen, also ausmachen, wie sie dann das mit der Bezahlung regeln wollen. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten, das wirklich dann zu tun. So, ich lasse den jetzt hier einfach mal laufen. Und wir ganz kurz vielleicht noch, was mir heute aufgefallen ist, wenn man sich mal genau die Anschlüsse und so weiter anguckt, da wurde auch jede Menge dran gemacht. Ja. Früher hast du das Ding einfach nur angehangen und bist losgefahren. Mhm. Aber mittlerweile, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, die Schläuche haben jetzt alles in super Position bekommen. Es ist alles viel schön animiert. Man sieht es auch hier, wenn man das Tool tatsächlich anhängt, wie die einzelnen Schläuche dann angehangen werden. So, ja, lass mal den Jungen mal arbeiten. Lass mal den mal arbeiten. Ich drehe jetzt mal hier, genau. Dreh jetzt mal hier unseren Drescher rum. Dann können wir unseren Hafer zu den Pferden bringen. Ganz kurz vielleicht noch zu dem gehäckselten Stroh, was da abgelegt wurde. Mhm. Ist es dann, hat es auch eine weitere Funktion? Nee, das ist jetzt für uns im Spiel wirklich nur eine optische Geschichte. Aber es wird schon mal unterschieden zwischen wirklich abgelegtes Stroh und gehäckseltes Stroh hat einfach eine andere Plane bekommen. Korrekt. So, steigen wir mal um. Genau, das ist jetzt schon der erste Hafer für unsere Pferde. Genau, ich kann es dir auch mal zeigen. Wir haben hier in unserem Tiermenü, da sehen wir unsere verschiedenen Pferde. Wir haben, bei den Pferden sieht man da unten eben auch hier unter der Nahrung den Haferstand. Also wir haben es jetzt so gemacht im Spiel. Man hat die verschiedenen, wenn man Pferde hat, man kann, dort werden dann auch die Kühe aufgelistet, die Hühner und so weiter. Und man sieht den Status, wie es jetzt aktuell aussieht, was die, wo es quasi jetzt gerade mangelt. Mangelt es an Stroh, mangelt es an Hafer, an Wasser. Das hat man dann alles da schön auf einen Blick. Wir können auch gleich nochmal über die verschiedenen Stats, sage ich mal, von den Pferden sprechen. Mhm. Die sehen wir jetzt dann hier. Was man aber auch noch dazu sagen sollte, wenn ihr jetzt keine Lust habt auf Pferde, soll es ja auch Leute geben, die sagen, Pferde ist nicht so meins, ihr könnt den Hafer auch ganz normal beim Händler verkaufen. Mhm. Das ist, also Hafer ist nicht nur für die Pferde, sondern kann auch verkauft werden. So, lala. Jetzt haben unsere kleinen Schützlinge was zum Essen. Relativ einfache Frage kommt gerade rein von Gary Zockt. Welche Notebooks wir benutzen? Das sind Aorus Notebooks, die uns von Gigabyte zur Verfügung gestellt wurden, um euch hier mit unserem neuen Streaming-Raum so ein bisschen zu begeistern. Und ja, die Jungs haben gut Power. Das kann man, denke ich, auch sehen, wenn Kenny spielt. Da geht einiges mit. Ja, die sind tatsächlich sehr, sehr stabil und läuft wunderbar drauf. So, ich bin jetzt hier mal aufgesattelt. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen von unserem Weißen hier. Was man jetzt hier ganz gut sehen kann, hier oben links im Hilfemenü, wir haben die Pferde haben verschiedene, ich sag mal, Geschwindigkeiten. Also das Pferd steht am Anfang, man kann dann stufenweise quasi nach vorne gehen. Es hat auch einen Rückwärtsgang. Den finde ich aber auch sehr, sehr gut animiert, muss ich sagen. Also man kann auch vorsichtig nach hinten laufen, wenn man ein bisschen navigieren möchte. Und es geht dann eben von dem Trab in den vollen Galopp dann über. Ich werde jetzt auch mal hier, weil man es gerade hier so schön sieht, unseren Himmel, wenn wir die Zeit ein bisschen vorspulen. Moment. So. Dann sehen wir hier oben, wie sich die Wolken bilden. Wir haben nämlich jetzt auch komplett, das sind voxelbasierte Wolken,
die sich zusammentun, wenn später, wenn das Wetter quasi auch, wenn Regen aufzieht. Das ist jetzt alles im Voraus ein bisschen besser planbar, ein bisschen besser ersichtlich und hat auch einen tollen Lichteffekt dann im Spiel. Ja, ich weiß nicht, im LS17 war es noch so, du hast oben die Wettervorhersage gesehen, du hast nach oben geguckt, das passt nicht zusammen. Ja. Und jetzt ist es wirklich so, du guckst nach oben, siehst, oh, da wird es langsam dunkel und du siehst rechts oben, oh, Regen ist angesagt, da weißt du schon, was auf dich zukommt. Genau, du siehst wirklich, wie die Wolkenfront so langsam übers Land dann reinkriecht. Oh, jetzt kannst du Foliage-Bending zeigen, wenn du da das sieht man hier. Fun Fact, Pferde haben Pflegeberufung, da geht nichts kaputt. Auch wenn man die Pflanzenzerstörung anhat, da passiert nichts. Darf Crazy, kann man zu den Gebäuden in Straßen platzieren? Das ist eine Frage, die wir sehr, sehr oft gesehen haben in den letzten Tagen. Stimmt. Die wir jetzt einfach mal mit reinnehmen. Kann man, Stand jetzt noch nicht. Wir spielen damit noch rum, muss man sagen. Unsere Entwickler sind da noch dran, eine Lösung zu finden, die uns allen gefällt. Werden wir in einem Patch nachreichen. Das können wir versprechen. Wenn das Spiel jetzt aber rauskommt, in mittlerweile doch sehr wenig Tagen, ist um die Ecke, ja. Ist es wirklich um die Ecke, wird man das noch nicht können. Auch wenn ich denke, Modder werden da wahrscheinlich auch einen Blick drauf haben. Aber wir reichen es nach, ganz garantiert, und dann wird es auch toll. So, ich würde gerne noch gleich in die nächste Frage aufgreifen von Black Flag. Wie viel kann man mit den Pferden verdienen, wenn sie voll trainiert sind? Es ist so, dass du dieses Pferd für 5.000 Euro kaufen kannst. Wir gehen jetzt mal davon aus, das werden wir dann später noch sehen, dass du mit dem Pferdeanhänger hinfährst, das Pferd selber abholst. Genau, dann kostet dich das 5.000 Euro. Es ist so, wenn du das Pferd täglich trainierst, über eine bestimmte Zeit, also wirklich 10 Tage durchgehend, dann kannst du mit dem Pferd so maximal 50.000 Euro bekommst du dann als Verkaufswert raus. Ich kann das auch hier gleich mal zeigen. Wir haben hier tatsächlich in unserem Tiermenü, hier sehen wir die Pferde und jetzt gerade ist der Wert natürlich unter 5.000. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben die frisch eingekauft und wir können die jetzt nicht sofort dann wieder verkaufen. Es läuft jetzt so, hier oben, Freckles heißt das Süße, was wir hier gerade reiten. Das haben wir jetzt schon zu 43% eben ausgeritten für diesen Tag. Das heißt täglich, wie du schon sagtest, man reitet diese Pferde aus und dann ist es so, wenn man die 100% erreicht hat, hat man quasi sich, ich sag mal, genug damit beschäftigt. Und dann, wenn man schläft oder eben wenn der nächste Tag dann anbricht, wird der wieder zurückgesetzt. Und aus diesen ganzen Faktoren vom Ausreiten, dem Zustand, den man hier sieht, das ist quasi ihre Gesundheit, der bildet sich dann mit aus den aus der Nahrungszusammenstellung, dass die auch wirklich genug haben. Da errechnet sich dann das aktuelle Fitness-Level. Das ist der obere Balken hier. Der ist jetzt noch sehr niedrig. Und je mehr man sich dann eben mit dem Pferd beschäftigt, desto mehr steigt der dann natürlich an. Und desto mehr steigt das Pferd dann auch im Wert. Und dafür kann man es dann wieder verkaufen. Genau. Da kann man die Frage von, oh Gott, slip, direkt reinwerfen. Ob das denn reale Tage sind, 10 Minuten am realen Tag oder am Spieltag, ist am Spieltag. Das heißt, wenn man die Nacht quasi überspringt, über sich ergehen lässt, wie auch immer, dann bricht der neue Tag an und dann sind es wieder 10 Minuten, die man ausreiten soll. Aber 10 Minuten Real-Time, genau. Das heißt nicht zwei das Minuten am Pferd sitzen, auf 120 vorspulen lassen, das geht nicht. Nee, man muss es tatsächlich, man kann auch nicht auf dem Pferd sitzen bleiben, sondern man muss sich bewegen. Und es ist auch wirklich so, es ist unabhängig von der Spielgeschwindigkeit, die jetzt aktuell eingestellt ist. Und Helfer können es auch nicht. Nee, das muss man selber machen. Man kann nicht einen Helfer aufs Pferd setzen und einen Kaffee trinken. Wenn man sich eben dafür entscheidet, eine Tierfarm aufzumachen, dann geht da sehr viel Arbeit und sehr viel Schweiß auf jeden Fall mit rein. Ja, dann haben wir Cups aus. Was haben die Pferde für eine Funktion? Man kann sie verkaufen. Genau, sie, die haben wir gerade erklärt. Sollen Geld bringen. Genau. Es ist quasi, man kann so ein bisschen eine Pferdezucht aufmachen. Genau. Es ist praktisch eine weitere Einnahmequelle. Weil wenn du dich jetzt zum Beispiel morgens damit beschäftigst, hast du dann den ganzen Tag noch Zeit, dich um deine Felder und so weiter zu kümmern. Aber trotzdem Hafer, ist es... zum Beispiel. Man muss ja Hafer ranschaffen, man muss Strom machen, man muss sich ums Wasser kümmern, man muss schauen, die brauchen eben auch Heu. Das heißt, man muss quasi auch Gras mähen, sich ums Heu kümmern. Also da ist noch viel drumherum, was diese Pferde also wirklich noch von einem fordern. Und im Zweifelsfall kann man auch einfach Spaß damit haben und ausreiten. Genau. Das haben wir ja zum Beispiel auch auf der Ravenport gesehen, dass es da eben auch diese hübsche Sprungarena gibt. Da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, den ich nicht kenne. Da kann man dann aber auch Spaß haben und einfach rumreiten. Genau. Da kommt gerade noch eine Frage von X-Patty X. Können die Pferde auch Fohlen bekommen?
Nein. Also es ist bei uns entgegen der, so wie die Schweine eben auch funktionieren, dass die sich vermehren. Bei uns ist es so, man kauft die Pferde, also man kauft sie ein, sage ich jetzt mal, und kümmert sich drum und dann werden sie wieder verkauft. Es ist nicht so, dass die sich selbstständig vermehren, dass man einmal eben 2, 3 Pferde kauft und dann läuft das von selbst. Also man muss da wirklich nach und nach sich um die einzelnen Tiere auch kümmern. Was man auch noch dazu sagen kann, ist, wenn ihr dann mit dem Ausreiten und so weiter fertig seid, könnt ihr euch euer Pferd auch noch striegeln, ne? Ja, das können wir gleich mal hier sollte zeigen. Ich sollte, muss gehört eigentlich dazu. Ich muss zwingend hier auf 100% ausreiten. Ich gehe jetzt mal hier wieder zurück zum langsam Richtung Stall, dann können wir das zeigen. Weil es ist tatsächlich so, also die Pferde, wenn die ausgeritten werden, die werden genau auch wie die Fahrzeuge eben dreckig. Und wir wollen keine Probleme irgendwie bekommen. Deswegen mit dem Hochdruckstrahler sollte man nicht hingehen. Deswegen macht man das ganz normal per Hand. So, jetzt gehen wir hier mal wieder schön rein. Auch diesen Eingang hier, was man gerade gesehen hat, kann man auch händisch auf und zu machen. Genau, richtig. Dann steigen wir langsam ab. Ich gehe noch ein bisschen über Fragen währenddessen. Ja. Du kannst sie ja beantworten. Genau. Wie viele Ställe kann man besitzen, fragt Bonsai16. Wir haben jetzt hier, schauen wir mal, hier sehen wir unsere verschiedenen Ställe. Wir haben also hier einmal einen kleinen Stall und einen großen Stall. In den kleinen passen 8 rein, in den großen 16. Man kann die dann eben, also mehrere Ställe platzieren. Wie viel ist jetzt exakt Sinn, wo das Limit liegt, bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Haben wir, glaube ich, gestern auch auf dem Stream gehabt, die Frage. Ich glaube. Ich versuche mich zu erinnern, was da gesagt wurde. Ich glaube, es waren 16. Es müssten 16 gewesen sein. 16 Stelle. 16 aber pro Map quasi. Also das heißt, im Multiplayer, wenn einer 10 Stelle hat, kann der nächste nur noch 6 haben. Ja. 16 ist das Limit und da ist eben Ende. Also sprecht euch mit euren Mitspielern ab, wenn ihr im Multiplayer spielt. Wenn einer von euch eine Pferdefarm haben möchte. Wobei ich sagen möchte, wer das macht, ja, wer 16 Stelle, 12 Pferde stellt und dann 10 Minuten pro Pferd ausreitet, Respekt dafür. Das ist richtig. Das ist eine Leistung auf alle Fälle. Da bleibt auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit über, wenn man sich um die Pferde kümmern will. Kann man aber machen. Jetzt habe ich mal eben hier, ich weiß nicht, ob man es so gut auf dem Stream gesehen hat, also man hat leichte Dreckspritzer und so weiter gehabt, die habe ich jetzt mal eben durch Striegeln entfernt. Jetzt sieht man dann auch hier im Pferdemenü, man hat hier unten, das ist eben die Sauberkeit, die ist jetzt wieder auf 100%. Wir sind sogar zu 100% ausgeritten. Das heißt, wenn jetzt dann quasi die Nacht kommen würde, würde es zurückgesetzt werden und hier würde dann auch das Fitnesslevel würde dann eben steigen. Sucht die 10 würde gerne die Fruchtzerstörung mal sehen. Die Fruchtzerstörung mal sehen? Also was kaputt fahren? Ein bisschen weg von den Pferden. vielleicht noch die Frage vorher deswegen nehmen von Bloody Mary Key. Kann ein Mitspieler im Multiplayer die Pferde reiten? Ja, selbstverständlich. Ja. Man kann auch im Multiplayer tatsächlich eine ganze Pferdefarm ausmachen. Und solange diese Mitspieler dann der Farm angehören, können die natürlich dann auch die Pferde nutzen, mit ausreiten und es wird dann gesinkt und man sieht es dann überall Statistikmenü. So, jetzt zeigen wir mal hier. Also man sieht hier schon vielleicht ein bisschen am Gras, wo ich überall rumgefahren bin. Da ist schon ein bisschen Fruchtzerstörung an. Ich mache jetzt mal den guten Hafer kaputt. Da sieht man eben die Fruchtzerstörung. Und da sieht man auch das Foliage-Bending nochmal genau, sehr schick. Genau, das Foliage-Bending ist eben mit drin. Man sieht, wie die Reifen, wenn man jetzt keine Pflegebereifung nutzt, eben komplett die Frucht zerstört. Das ist jetzt so an Launch Day mit im Base-Game mit drin. Kann man aber abschalten. Wollte ich gerade sagen. Kann man abschalten, genau. Wenn es nicht gefällt, kann es abschalten. Das ist natürlich optional. Was haben wir da? Fireman. Kann Hafer im Shop gekauft werden? Hafer kann meines Wissens, schauen wir mal hier, wir haben hier nämlich unsere Big Babs, da haben wir unsere Old Big Bag. Also wir haben Hafer, den man, wenn man sagt, okay, man hat jetzt nicht genug Zeit irgendwie noch oder das Equipment. Weil man 16 Stallungen genau, hat, 12 Pferde hat. Man möchte jetzt wirklich nur, also sich aufs Nötigste konzentrieren, wenn man sagt, man möchte jetzt nur ausreiten, kann man auch die, ich sag mal, Abkürzung nehmen und sich diese Big Bags kaufen mit Haferfutter. Und natürlich kann man in dem Sinne auch, wenn man Stroh braucht, die haben wir hier unten, sich Strohballen kaufen, um die an die Pferde weiterzugeben. Wenn man also sagt, okay, man möchte nicht ins Equipment investieren, sondern man konzentriert sich voll und ganz nur auf die Pferde, ist das auch eine Option. Genau, das heißt, du kannst theoretisch anfangen, wirklich als Pferdewirt oder als Pferdebesitzer. Genau, kannst ja das erste Equipment gleich zusammen kaufen vom Händler, aber nach und nach dann selber produzieren und dann bist du vom Händler nicht mehr abhängig. Eben, richtig. Und was nämlich auch sehr viel... ich sag mal, Aufwand kostet, wenn man jetzt, wie Lars schon meinte, wenn man 16 Stallungen hat,
dann muss man die Pferde natürlich auch manchmal hin und her transportieren zwischen den Stallen. Das zeige ich jetzt hier mal. Kaufen wir uns mal einen Truck. Während du einkaufst, das ist meine Lieblingsfrage, die möchte ich. Leonardo Villafrance fragt, wird es immer noch durch Dächer regnen? Deine Kann ich eine Großaufnahme kurz haben von mir, um das nochmal zu betonen, hier vielleicht auf meiner Kamera. Ich warte noch einen Moment. So. Schaltet mal hier. Ja, Moment hat genau. Er gewartet. Auf diesen Moment hat er so lange gewartet. Da sind wir. Da ist er. Nein, es wird nicht mehr durch Dächer regnen. So. Gott, da habe ich Wochen jetzt. Drauf gewartet. Wundervoll. Jetzt ist es auf danke, Video. Danke Regie, wir können zurück zu Kenny schalten. Da gibt's jetzt kein Zurück mehr, Lars. Jetzt ist es offiziell, jetzt ist es raus, jetzt habe ich es gesagt. So sieht's aus. So, ich fahre jetzt mal hier vorne hoch. Genau, da Ken hat jetzt in der Zwischenzeit noch den Pferdeanhänger gekauft. Eben, genau. Mit dem Offroader vorne dran. Da holen wir uns jetzt mal ein Pferd vom Viehhändler, weil wir haben noch einen Platz tatsächlich im Stall. Während du fährst, vielleicht Simon Brücker fragt, welche Tiere vermehren sich? Wir haben die Kühe, die vermehren sich, die Schweine meines Wissens und ich glaube auch die Hühner. Ja, also Hühner sind glaube, ja auch ja. Ein bisschen anders Schafe? Als im 17. Ah, ich habe komplett die Schafe vergessen. Natürlich, die Schafe auch. Das heißt, die Pferde und der Hund vermehren sich nicht? Nein. Das den hat, wir noch zeigen er, müssen. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir dürfen es nicht vergessen. Wenn wir den Hund vergessen. Oh, weh. Versprochen ist versprochen. Da müssen wir uns dran halten. Eben. Können wir gleich machen, sobald wir wieder im Stall sind. Ja. Dominik Toretto fragt, wenn man vom Pferd absteigt, bleibt das auf der Karte am selben Ort stehen? Ja, das tut es für eine gewisse Zeit tatsächlich. Und wenn man es aber zu lange stehen lässt, dann spawnt es irgendwann wieder zurück auf der Weide. Was vielleicht auch eine gute Idee ist, sonst hat man seine Pferde alle mal irgendwo vergessen. Genau, weil manchmal möchte man auch zum Beispiel, was ich sehr eigne, was ich auch gern tue, ist tatsächlich aufs Pferd aufsatteln und einfach mal die Map erkunden. Weil die Maps sind so groß, es gibt viel zu sehen und man muss das ja nicht zwingend im Fahrzeug tun. Ne? Was man auch noch sagen muss, so ein Pferd kommt ganz locker über jeden Berg hoch. Also ist besser als jeder Traktor. Haben wir schon getestet heute. Ist halt ein Pferd. Ist halt ein Pferd. Ja, die haben ein PS. Machen Pferde auch Mist, wird hier gefragt. Pferde machen keinen Mist, nein. So. Das war übrigens Entringer Jean, Entringer Jean, wie auch immer. Jean, ich werde diese Namen wahrscheinlich die ganze Zeit batschern während dieses Streams. Jetzt ist die Frage, was wollen es wir tut mir leid, ich gebe mir Mühe, eure Namen vernünftig auszusprechen. Was wollen wir denn für eine Farbe hier mitnehmen? Dann, eben, da ja. Sieht man jetzt auch die ganzen Pferde, die man kaufen kann. Vielleicht etwas Helles. 5.000 Euro die pro Pferd. Die hatten wir schon. Wir haben hier ein Palomino. Genau, ja, Palomino. 5.000 Euro Einkaufspreis. Nimm mal mit. So, sehen wir jetzt dann auch hier hinten drin. Da steht's. In unserem Transportanhänger, der jetzt auch natürlich extra neu für 19er mit dabei ist. In dem können nur Pferde exklusiv transportiert werden. Genau, da kommt gerade die nächste Frage rein von Kusi Lada, glaube ich, heißt das. Ist der Pferdeanhänger auch für andere Sachen zu gebrauchen? Nein. Nein, also der Pferde, ist exklusiv, genau. Genau, nur Pferde und die Pferde gehen auch nur in diesen Anhänger. Korrekt. Gibt keinen größeren Anhänger für die Pferde. Kenny so schnell, der beantwortet die Fragen schon, bevor wir sie lesen. Sorry. Krasse Nummer. Man at Arms fragt, sinkt die Fitness, wenn man die Pferde nicht ausreitet oder trainiert? Die bleibt gleich, meines Wissens. Also es ist, man kann die quasi freezen. Also wenn man sagt, okay, man muss jetzt doch gerade irgendwo, es wäre nämlich ein bisschen vielleicht zu viel, wenn man jetzt nicht schafft, jedes Pferd jeden Tag auszureiten. Man muss dann doch noch den Hafer einholen und so, bevor dann irgendwie hier die Früchte kaputt gehen. Und deswegen ist es dann tatsächlich so, ups, das ist ein bisschen holprig hier, ist es tatsächlich so, dass man, also man braucht da keine Angst haben, dass man da irgendwie Einbußungen hat. Was wir ja versuchen, in unserem Spiel generell immer mal wieder zu erreichen. Es soll einfach auch nicht der Stress dahinter sein, nee. Dass man sagt, ich muss jetzt aber noch, sondern manchmal soll es eben auch einfach gemütlich sein, man soll gemütlich spielen können. Und das haben wir bei den Pferden eben auch beachtet. Deswegen auch für die Frage von Jonas Hüfts, kann man Felder vom Nachbarn kaputt fahren? Felder vom Nachbarn kaputt fahren? Ist die Frage. Nein, außer einem gehört quasi das Feld selbst. Aber wenn es dem Nachbarn gehört, dann nicht. Also es ist so, man dieses, hier die Crop Destruction, die Fruchtzerstörung, die wir mit drin haben, die funktioniert wirklich nur auf den eigenen Feldern, die man bereits besitzt. Wenn ihr also den Nachbarn Ländern ärgern haben. Wollt, einfach weiter seine Sachen irgendwo in den See fahren, wie früher. So, jetzt haben wir unser zweites hier mit Nahverkehr drin. Nahverkehr SW, können Pferde bei geöffneter Stallung abhauen? Nein. Nein, das sehen wir ja, wir haben hier offen gelassen. Mhm. Das sind treue Tiere, die bleiben bei ihrem Besitzer. Zum Glück.
Wird noch eine Frage gestellt vom XPartyX. Was verfüttert man an Hühner? Hühner brauchen meines Wissens Gerste. Gerste und auch Wasser. Mhm. Und ich glaube Stroh. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber es ist auf jeden Fall Gerste, das weiß ich, dass die mit reinkommt. So, dann wollen wir denn schon, sind wir denn schon soweit? Wollen wir unseren Hund eventuell mal zeigen? Willst du den Hund mal auf zeigen? Den so viele schon warten. Vielleicht können wir noch abschließend sagen, dass man den Pferden auch Namen geben kann. Ah ja, guter Einwand. Moment, das zeigen wir mal eben kurz. Kann man Pferde zum Verkauf reiten und dann verkaufen von Smokey Deer? Ja, haben wir ja gesagt vorher. Ist quasi tatsächlich der Zweck dieser Pferde, dass du sie eben kaufst, trainierst und dann als bessere Pferde wieder verkaufst. Genau. So, wir haben jetzt hier, das ist das Pferd, was wir neu gekauft haben, das ist der Bob. Mhm. Wenn wir sagen, okay, ich mag Bob nicht, dann können wir dem Ganzen auch einen anderen Namen geben. Zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt der Lars. Das ist ein solider Pferdename. Absolut. Sehr solider Pferdename. Absolut. Ja. Absolut. Dann ist es jetzt eben der Lars und der steht dann auch so in der Statistik mit drin. Und dann eben auch, wenn wir, na, wo ist er denn? Gewicht ist ungefähr gleich, aber ich habe nicht mehr so helle Haare. Bist keine Blondine. Nee. War ich nie. Warst du nie? Ja. Alles klar. So, schauen wir hier mal rum. Und dann der Moment, auf den ja, alle Luke, kannst du die Frage von daraus besser lesen? Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Wie wird getrackt, dass gedroschenes Getreide aus Missionen nicht bei einem selbst im Silo gebracht wird? Also nicht, dass man klaut praktisch. Im Sinne von, also wie wird getrackt, dass das gedroschene Getreide aus Missionen... Dass du quasi eine Mission annimmst so, dass und dann das Getreide damit abhaust. Das ist so, dass du, also wenn du als Farm, du kannst diese Mission dann auch nur als Farm annehmen. Und die Gerätschaften, die du benutzt, sei es jetzt eben wieder geleast, oder eben die Sachen, die du selbst, also du kannst ja auch, du hast ja die Option jetzt, dass man eben nicht Fahrzeuge und Geräte liest, sondern dass man auch mit seinem eigenen Equipment hingeht. Und es ist dann so, wenn man das gedroschene Getreide dann tatsächlich irgendwo verkauft, man kann das dann auch nur mit seinen eigenen Gerätschaften quasi abkippen und dadurch kommt es dann nur also, auf dein Konto, auf die Farm, die Mission eröffnet hat. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar. Ich hoffe, ich habe die Frage auch richtig verstanden. Es kann um die NPC-Missionen gehen. Also wenn du eine von den neuen Missionen annimmst und dann das Feld erntest und dann damit abhaust, quasi. Ach so, dass die, dann zählt die als nicht abgeschlossen, die Mission. Genau, man muss die Mission, damit man das auch wirklich bekommt, also man kann die dann nicht irgendwo anders abkippen. Und vorher, bevor die nicht wirklich an der Stelle, die angegeben ist, angekippt ist, muss man sie dann abkippen und dann wird die Mission, muss man die nochmal akzeptieren, also abschließen am Schluss. Da kommt vielleicht noch eine ganz kurze Frage zu den Pferden vom Dinkelmeier. Mhm. Gibt es auch eine Ego-Perspektive auf dem Pferd? Nein, es gibt leider keine Ego-Perspektive aktuell im Spiel. Mhm. Auf dem Pferd? Auf dem Pferd. Im Traktor schon. Ansonsten schon. Genau. Ansonsten schon, ja, aber nicht auf dem Pferd. Genau, und dann fragt noch Benny, kann man auch Einhörner reiten? Das hängt jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an, wie schlecht die Sicht ist. Aber für Leute, die den Monitor gut sehen können, bleiben es Pferde, tatsächlich. Tatsächlich, ja. So. Aber wenn sich ein Modder berufen fühlt, ihr wisst Bescheid, würde mich nicht überraschen. Bin ich ja ehrlich. Oh, es geht los, die Hundehütte. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist soweit. Der Moment, auf den viele gewartet haben. Wir zeigen zum ersten Mal unseren Hund. Den platzieren wir jetzt einfach mal gleich. Da stehen wir hier mit hin. So, da ist er, der Bello. Da ist unser Hund. Der kommt natürlich, also inklusive Hundehütte. Man kauft quasi die Hundehütte, der Hund ist dabei, Futternapf und Ball. Gibt praktisch so ein Komplettset. Genau, so ein Komplettset. Man kann ihm dann den Befehl geben, dass er einem folgen soll. Dann rennt er eben mit. Also wenn man Richtung Feld oder so geht, kommt der Hund dann mit dazu. Und was natürlich auch geht, man kann den Hund streicheln. Dann wälzt er sich ein bisschen am Boden und man kann ihn dann wieder zurückschicken. Und der Hund ist eben dafür gedacht, dass man so einen kleinen Weggefährten noch zusätzlich im Spiel hat. Also Beweis angetreten ist, gibt den er Hund. Ist da, er ja, ist da, ja, da ist er. So viele wollten ihn sehen. Peter 2411 fragt, können nur Eier oder auch die Hühner selbst verkauft werden? Man kann die Hühner, man muss sie jetzt quasi auch wie, verglichen mit dem 17er, also man muss die Hühner einzeln jetzt auch kaufen, transportieren und dann eben zum Hühnerstall fahren,
Da kann man die dann einzeln reinsetzen oder eben auch einzeln wieder verkaufen. Je nachdem, es ist natürlich weiter noch eine Option bei allen Stellen, dass man nicht nur bei den Hühnern, sondern eben bei allen Tieren, dass man die nicht selbst transportieren muss, sondern man kann sie auch direkt beim Stall gegen eine kleine Transportgebühr einkaufen. Denn genau. Anders als im 17er ist der Hühnerstall jetzt eben, wie alles andere auch, zu platzieren. Genau. Zu kaufen, zu platzieren und sich darum zu kümmern. Richtig. Da kommt noch mal eine Frage zu den Pferden rein. Kann man mit den Pferden auch Anhänger oder Ähnliches ziehen? Nein, die Pferde haben aktuell eben in ihrer Funktion sind sie dafür gedacht, ausgeritten zu werden. Und man würde jetzt auch das größte und schönste Zuchtpferd, was man daheim im Stall hat, auch nicht für Feldarbeit nutzen. Dass man irgendwann für 50.000 Euro verkaufen eben, möchte. Genau. Ja, das ist nicht gut für die Knochen. Genau. Lucky 8, bellt der Hund? Der bellt, ja. Der hat seine, da haben unsere Sound-Dudes viel Arbeit reingesteckt, der hat seine Soundeffekte und Bellen gehört natürlich dazu. Gibt es ein paar schöne Videos zu, wenn ihr sehen wollt, wie unsere Sound-Dudes arbeiten. Ihr werdet sehen, wenn ihr den 19er spielt, dass da eben auch sehr, sehr viele Umgebungssound mittlerweile zu hören sind. Ja. Das ist sehr, sehr hübsch geworden. Da haben die Jungs richtig viel Zeit reingesteckt und das hört man auch, finde ich. Das auf jeden Fall. Da haben wir vielleicht noch eine Frage, kann man den Hund mit auf den Traktor nehmen? Nein, man kann den Hund nicht mit auf den Traktor nehmen. Wenn man quasi einsteigt in den Traktor, dann rennt er wieder zurück zu seiner Hundehütte. Mhm. Also die Hundehütte ist quasi das eigene kleine, der kleine Heimatpunkt, an den er dann immer wieder zurückrennt, wenn man gerade selbst beschäftigt ist mit anderer Arbeit. Und das ist auch genau der Ort, wo er dann auch was zu fressen bekommt? Genau, richtig. Genau, du musst das Hundefutter nicht separat kaufen, sondern du kannst den Napf einfach auffüllen lassen. Korrekt. Mit der Taste R und dann... Was die Frage von Klo Bürstel tatsächlich beantwortet, der hier fragt, kann man den Hund füttern? Beziehungsweise muss man den Hund füttern? Man muss ihn nicht füttern. Also der Hund hat jetzt, genau, der Hund hat jetzt nicht wie die anderen Tiere im Spiel eigene Stats. Man kann ihn aber eben füttern. Der Hund ist wirklich ein netter Begleiter, kleiner Spaß am Rand. Und dazu ist er auch gedacht. Ich möchte gerade die, falls ihr euch wundert, ich spule gerade mal die Zeit ein bisschen vor, weil ein sehr cooles Feature ist, man sieht, wie bei anderen Tieren natürlich auch, dass Pferde schlafen, wenn eine gewisse Uhrzeit erreicht ist. Ich gehe so lange noch ein paar Fragen hier weiter durch. Der Hund hat den Chat quasi zum Rotieren gebracht. Oh weh. Matze Gär fragt, kann der Hund auf der ganzen Map folgen? Der Hund kann soweit auf der ganzen Map folgen, ja. Also es ist so, dass er versucht immer, sich quasi den Weg zum Spieler dann zu finden, je nachdem, wo man sich befindet. Und dann haben wir noch Chris 817. Kann man den Ball werfen? Man kann den Ball werfen. Ja, man kann den Ball werfen. Ja. Und der Hund, der apportiert dann auch und bringt den zurück. Was man jetzt noch ganz schön sieht, auch wenn es so Nacht wird, der Himmel wieder, ne? Ja, der Himmel hier. Wir haben unseren Mond, der da hinten aufgeht. Man hat natürlich auch eine Taschenlampe. Die jetzt, so kleiner Fun-Fact am Rande, ist tatsächlich so, dass im Multiplayer sieht man auch die Taschenlampen anderer Spieler. Das war vorher nicht der Fall. Auch nochmal so ein kleines bisschen was zur Immersion beiträgt, was ich persönlich eben als Spieler echt super finde. Das Schöne ist, genau, wenn wir dann gleich deine schlafenden Pferde gezeigt haben, können wir im Prinzip auch mal den schlafenden Bauern zeigen. Und die Ich muss mal. Die wurde nämlich gestern, glaube ich, auch angefragt, haben aber die Kollegen zeitlich dann nicht mehr geschafft. Aber ja, Farmhaus bauen. Genau, wir müssen da erstmal ein Farmhaus hierfür bauen. Ohne Farmhaus kein Schlafen, weil ohne Bett. So schaut es aus. Denn so funktioniert das Ganze tatsächlich. Man geht quasi ins Bett und überspringt damit die Nacht. Ja, ich meine. Das stimmt schon. Aber man muss eben das Land besitzen, auf dem man seine Gebäude oder eben auch pro Farm ist ein Farmhaus erlaubt. Gleich wird wieder Tag, dann kannst du nicht mehr schlafen. Du sollst die Zeit wieder ein bisschen. Genau, also du kannst auch nicht mitten am Tag einfach sagen, jo, ich gehe jetzt mal für ein Stündchen hinlegen, geht nicht. Dann kommt die Meldung, dass du eben noch nicht müde bist. Ja, da sieht man es. Unsere schlafenden Pferdlein. Das eine, das möchte noch so ein bisschen, das ist ein Spätaufsteher, die hat noch ein bisschen Zeit. Aber als ich das erste Mal das gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, was mit den Pferden passiert? Da habe ich sie vergessen zu füttern. Also nein, sie schlafen tatsächlich einfach nur. TwitchCon. Also nicht erschrecken. TwitchCon fragt, hat das Pferd auch ein Licht wie eine Taschenlampe? die halten die mit den Hufen wirklich sehr, sehr schwierig fest. Ja, wir haben eine Stirnlampe probiert, aber es hat nicht funktioniert. Weil sie auch keine Stirn haben. Eben. Ja. Pferde keine Hufe, also keine Finger, keine Stirn. Da geht halt nichts mit Taschenlampen. Da muss man selber für Licht sorgen. Da muss man selber ran, genau. Kenny geht es mal schlafen. Hier sieht man es einmal.
mal. Genau, da hat man jetzt, hier oben steht dann halt da. Da sieht man eben hier oben, dass man dann die Option hat zu schlafen. Das machen wir jetzt mal. Kann man die Zeit angeben. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Uhr es ist. Irgendwas um 11. Irgendwas um 11. Genau, schauen wir mal jetzt hier auf, machen wir mal 7. 7 Stunden. Oh, und so. Dreht die Zeit vor. Das ist auch neu, ne? Mit dem 5000er Vorlauf. So. Dass er wirklich bis zu dem Zeitpunkt hinkommt. Und jetzt bricht hier gerade schon der Morgen an. Machen wir die Zeit etwas vor. Gehen auf unser Pferd. Was passiert, wenn du das im Multiplayer versuchst? Die Frage wird kommen, ich greife sie vor. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Sollten wir einen Multiplayer-Stream versuchen? Ich glaub, ja, sollten wir probieren, ja, weil ich glaube, ich müsste jetzt lügen. Ich weiß nicht, ob man im Multiplayer tatsächlich schlafen kann oder ob das ein Singleplayer-exklusives Feature ist. Man kann im Multiplayer schlafen, das kann ich dir sagen. Wenn ich das recht in Erinnerung habe und wenn ich das nicht, dann ist es, dann seht es mir nach, ist es so, dass einer eben das initiiert und sagt, er geht schlafen. Mhm. Und die anderen kriegen dann quasi eine Frage, ob sie das auch wollen. Mhm. Und wenn die Spieler sagen, sie möchten gerne schlafen, dann wird die Nacht eben übersprungen und ansonsten eben nicht. So, da sieht man auch schon unseren Morgennebel im Spiel, wenn man auch über die Prärie reitet. Ja, ich gehe mal heute ein paar Fragen durch, das mit dem Ball hatten wir schon. Mhm. Tovilb, oh Gott. Was passiert, wenn man ins Wasser reitet? Es ist ähnlich wie... also nicht ganz wie mit den Traktoren. Es ist so, man reitet ins Wasser und die Pferde werden dann zurückgesetzt auf die Koppel. Morgennebel, sehr hübsch. Sehr hübsch, ja. Jojo YouTube fragt, kann der Hund auch schwimmen? Der Hund kann meines Wissens, ja, kann der schwimmen. Also wenn man tatsächlich rumläuft, ist kein Problem, dass der Hund dann irgendwie an den Spieler rankommt. Also wenn ihr mit eurem Hund den Traktor des Nachbarn im See versenken wollt, kann er mit euch wieder rausschwimmen. Deswegen auch ein Wegbegleiter in allen Situationen. Eben. Genau. Der Hund auch ist ein sehr treuer Gefährte. Wenn man Sabotage betreiben möchte, geht das. Tut das übrigens nicht, das ist ein Appell. Ich meine, ich mache da immer Spaß drüber, aber das sorgt für Frust, wenn man die Fahrzeuge des anderen versenkt. Gute Nachricht ist, das geht mit den Teams jetzt auch nicht mehr zwingend. Man kann sich ja selber entscheiden, wen man auf seine Farm lassen möchte, wem man seinen Traktor geben möchte. Da kann man aufpassen. Genau, das ist alles ein bisschen sicherer geworden. Richtig. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Ja, die Frage vom Joshua, lebt unser Pflüger noch? Unser Pflüger noch? Lassen wir ihn noch ein bisschen pflügen. Wir schauen dann am Schluss mal kurz mit hin. Und stellen dann fest, dass wir vergessen haben, ihn anzumachen. Das wäre doof. Aber der lief durch. Der hat die Nacht und durchgepflügt. Barry03, kann man mit dem Pferd und dem Hund zusammen ausreiten? Ich glaube, nein. Es ist so, wenn man, ähnlich wie bei Fahrzeugen, sobald man eben das Pferd oder ein Fahrzeug einsteigt oder aufsattelt, dann geht der Hund wieder zurück zu seiner Home. Weil das Pferd technisch betrachtet ein Fahrzeug ist. Genau, richtig, korrekt. Da sieht man jetzt schon bei den geernteten Sachen ein bisschen Unkraut. Ja, wir haben natürlich uns zu lange Zeit gelassen. Mittlerweile ist komplett das Feld voll mit Unkraut. Das müsste man jetzt natürlich mit einer Spritze bearbeiten, um das zu entfernen. Und wenn man es nicht tut, muss man natürlich Vertragseinbußungen, muss man damit rechnen. Genau. Vielleicht schauen wir doch mal auch kurz. Auch da übrigens abschaltbar. Unkraut und auch Kalk als die neuen Funktionen, die wir eingeführt haben, um dem Spiel ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Realismus zu geben. Für diejenigen, die sagen, eigentlich nicht mein Ding, möchte ich nicht haben, kann man abschalten. Ja, unser Pflug arbeitet noch, aber ich glaube nicht, dass wir hier zu 100% viel Abnutzung bekommen bei einem kleinen Feld in der kurzen Zeit, weil es dauert tatsächlich wirklich, da ist er schon fast fertig, dauert also wirklich einiges, bis die komplette Abnutzung, die sieht man auch. Unten rechts im HUD sieht man dieses kleine hier, das Werkzeug hier. Man sieht, dass der Zeiger ein bisschen weiter nach unten gefallen ist, aber es ist tatsächlich so, dass die ihre gute Zeit brauchen, bis das ganze Gerät dann auf Null ankommt. Können wir aber vielleicht mal, wenn wir es heute nicht schaffen, in einem Stream nachholen. Ich bin mir sicher, dass es im Multiplayer-Stream vorkommen wird. Irgendwann kriegen wir die Dinge ein bisschen abgearbeitet. Genau, das denke ich nämlich auch. Dann haben wir noch eine Frage von Alice Niederbayern. Wird das Pferd mit dem Alter auch an Wert verlieren? Nein, das ist ähnlich wie mit, wenn man sie quasi in Ruhe lässt. Also man braucht da keine Angst haben, dass es da irgendwie zu Einbußungen kommt. Also ähnlich wie, dass die Pferde einfach rumstehen und dann eben da an Wert verlieren oder an Gesundheit verlieren, das ist nicht der Fall. Keine Angst. Downhill Gönning,
Die Downhill-Gönnung fragt, was passiert, wenn man schlafen geht und den Helfer anlässt? Haben wir im Grunde ja gerade gesehen. Ja, der arbeitet weiter. Genau. War einfach die Frage, kurz nachdem wir den Helfer quasi gezeigt haben, nach der Nacht. Dann haben wir noch eine Frage vom John Digi86. Werden die Pferde moddbar sein? Das musst du die Modder fragen. Eigentlich also ich werde es wahrscheinlich nicht modden können, da ich kein Programmierer bin, aber wie sonst auch, ich denke, wir werden das nach Launch sehen. Da wird sich einiges, denke ich, dann anbahnen. Einige Modder sind sehr, sehr kreativ. Also ja. Da mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, was das angeht. Da bin ich ja ehrlich. Die Frage da oben ist ganz cool. Mit wie viele Tiere passen in die Stelle, hat J. Blaschek gefragt. Das kommt ganz auf den Pferdestall an, den man kauft. Ja. Oder anderen Stall. Tiere sind ja auch cool. Genau. Also wahrscheinlich geht die Frage ja vielleicht auch so ein genau, bisschen auf die Kühe, Schweine, Ziegen. Genau, die ist übertragbar. Also wir haben Schafe. Hier, wir haben hier zum Beispiel, fangen wir mal an, dort haben wir die Hühner. Das ist der kleine Hühnerstall, passen 100 Hühner rein, beim großen 400. Kühe haben wir auch in dem kleinen Stall 50 und im großen 200. Und hier eben die Pferde, im kleinen passen 8, das ist der, den wir jetzt auch hier gerade gezeigt haben. Da passen 8 rein. Und im Großen sind es eben 16 Stück. Das bedeutet aber auch, kann man an der Stelle sagen, da man 16 Stalle maximal haben kann, die Zeiten der 500.000 Schweine sind vorbei. Ja. Ja, das passiert im 19er nicht mehr. Ich entschuldige mich übrigens schon mal bei allen Zuschauern, wenn ich ab und zu mal Ziege sage. Vielen Dank an die Modder im Discord, die mittlerweile seit mehreren Wochen betonen, dass sie eine Reitziege für mich modden möchten und ich seitdem immer das Wort Ziege im Kopf habe, wenn ich über dieses Spiel nachdenke. Was man vielleicht bei den Stellen noch ganz kurz sagen kann, du ziehst bei den Stellen nach unten, was die jeweiligen Tiere brauchen. Im Vorhinein, du siehst es dann im Menü noch mal besser, aber genau, bei den Stellen unten, siehst du auch genau, was braucht das, um dass es funktioniert. Ja, wir haben hier zum Beispiel das auch bei den Pferden wird angezeigt, die brauchen eben Hafer, sie brauchen Heu und Wasser jetzt in dem Fall. Wasser haben wir auch schon aufgefüllt, wenn wir hier im Tiermenü noch mal nachschauen. Also ja, genau, da schaut es noch ganz gut aus. Genau. Wasser, und jetzt Stroh. Sieht man auch, ein neuer Tag ist angebrochen, alle Pferde sind wieder zurückgesetzt auf 0%. Und wir sehen auch hier mit Freckles, das war das, was wir am Anfang ausgeritten haben, ist wieder bei 0 und ist jetzt auch hier schon im Fitness-Level gestiegen und hat auch hier schon immens an Wert gewonnen. Also schon nach einem Tag Ausreiten ist jetzt quasi von dem 5.000 Einkauf weiter hochgegangen. Raphael 1137 fragt, gibt es Tierbabys? Nein, es gibt keine Tierbabys. Da ist noch von Cyberworks die Frage, produzieren alle Tiere Gülle? Nein, zum Beispiel die Pferde eben nicht. Das haben wir hier gerade vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Also die Pferde haben kein Produkt, was sie jetzt irgendwie noch mit extra bringen. Die sind wirklich nur dafür gedacht, dass sie ausgeritten werden und für ihren Wert dann wieder verkauft werden können. Wie wirkt sich das jetzt zum Beispiel aus, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt kein Stroh oder du gibst dem Pferd kein Stroh? Was würde dann passieren über längere Sicht? Man sieht dann hier unten, man sieht einerseits wird, ich schätze mal, bei Stroh ist es auch mit an der Sauberkeit und vor allem aber auch hier am Gesundheitszustand. Der wird dann nicht mehr auf 100% sein, um die tatsächlich, man muss sich vorstellen, die werden, sagen wir jetzt mal 0 Uhr für den nächsten Tag, wird dieser Fitnesswert berechnet und wenn diese zwei Werte hier nicht auf 100% sind, dann, oder eben auch nicht der Ausreitstatus auf 100%, dann kriegt man jetzt nicht das Maximum, was man für den Tag dann eben bekommen könnte. Okay. Und das Pferd wird dann eben sehr viel langsamer im Wert steigen. Also es macht schon Sinn, wirklich dem Pferd zu geben, was es braucht. Genau, richtig korrekt. Ihr Cox fragt, muss man Hühner auch wieder kaufen? Ja, muss man. Genau, man muss sie kaufen, man kann sie dann auch zum Stall hin transportieren. Es gibt auch jetzt ähnlich wie bei den Pferden verschiedene Befiederungen, also verschiedene Farben, in denen die Hühner erhältlich sind und so kann man sich dann seinen Stall zusammenstellen. So, was haben wir noch? Der Sebi hat gefragt, ist der Spritverbrauch realistischer geworden? Ich denke mal. Wir haben tatsächlich hier auf jeden Fall bei den, müssen wir mal gucken. Also ich kann vielleicht mal sagen, während du überlegst, dass während unserer also wir spielen natürlich auch außerhalb dieses Streamraums und während unserer Spiele hier hat einer unserer englischen Kollegen, der liebe Virtual Farmer, es geschafft, auf dem Feld den Traktor quasi leer zu fahren, weil der Spritverbrauch sich tatsächlich ein bisschen geändert hat und er es nicht mehr gewohnt war. Also da sind Sachen geändert worden, werdet ihr merken, wenn ihr spielt. Aber das ist auch noch einstellbar. Ich glaube, ich kann man im Menü einstellen. Ja, genau. Man kann den Spritverbrauch einstellen. Ich muss mal hier unseren Will sauber machen.
Ja, ich bewegen. Stopp. So, jetzt alle. Lala fragt, wird es später eine Ego-Perspektive für Pferde geben? Vielleicht als Mod. Dazu sollte ich vielleicht einfach mal sagen, was als Mod kommt, ist für uns immer extrem schwer zu beurteilen. Mods werden ja nicht von uns erstellt, sondern, und das ist vielleicht eine Sache, die ich hier auch mal auf Stream nochmal sagen kann, weil einige Leute da immer wieder fragen. Das machen unsere Spieler tatsächlich. Das macht ihr da draußen. Wenn ihr Interesse daran habt, selber das Spiel zu verändern, könnt ihr es lernen. Wir haben das Giants Developer Network dafür, eine Webseite, auf der ihr einiges finden könnt. In der Collector's Edition sind Modding-Tutorials mit drin. Es gibt Bücher darüber und so weiter und so fort. Wissen wir natürlich nicht. Was machen die Modder? Werden wir irgendwann herausfinden. Und unser Discord. Und unser Discord, auch, genau. Da kann man auch immer wieder nach Hilfe fragen. Die Jungs sind pfiffig. Da kann einiges passieren. Ob wir irgendwann eine Ego-Perspektive selber einfügen werden, ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu beurteilen. Wie man sich vorstellen kann, sind wir momentan sehr darauf konzentriert, eben das Spiel quasi an euch rauszubekommen. Und dann haben wir natürlich Pläne für die Zukunft, wie zum Beispiel eben, dass wir die Straßen und Wege für euch bereit machen. Aber ja, wirklich was in der Zukunft kommt, das ist eine Frage, über die können wir uns in ein paar Wochen nochmal unterhalten, denke ich. Das ist momentan, denken da nicht viele Leute drüber nach. Genau. Da kam jetzt gerade noch mal die Frage rein, können die Pferde umbenannt werden? Ja. Also Pferde kannst du ja wirklich genau nach deinem... Genau, haben wir ja gesehen. Bob heißt jetzt Lars. Bob heißt jetzt Lars, haben wir vorhin mal gerade gezeigt. Ich kann auch eben mal hier schnell schauen, auf wem wir hier reiten. Das ist Quantum. Das gucken wir mal hier rein. Da unten können ist können wir gleich übrigens mal ein paar andere Ställe platzieren, ja, vielleicht, klar, dass die Leute auch mal können andere Ställe sehen. Das wäre vielleicht nett. Das wird jetzt der Werner. Das wird der Werner. Ach. Wie kommt es, dass die Pferde nach uns benannt sind, nach den beiden Bücher? Das sind die ersten beiden Namen, die mir einfallen. Sehr, sehr nett. Kann man Hühner benennen, ich würde dich gerne um. Alles gut. So, genau, dann zeigen wir jetzt hier mal. Wir können zum Beispiel, wir haben doch vorhin so viel über Hühnerställe gesprochen. Erzählen wir doch mal hier einen. Haben Tiere ein maximales Alter, wird hier noch gefragt von Crazy Jumper. Nein, also man kann tatsächlich auch sein Lieblingspferd kaufen, das immer ausreiten, auf den maximalen Wert dann bringen und da muss man keine Angst haben. Man muss es nicht verkaufen. Also wenn man sein Pferd lieb gewonnen hat, kann man es beiden alle anderen weiterverkaufen. Genau, das ist kein Problem. Genau. Was vielleicht auch noch eine Frage ist, die ich jetzt offline schon mal gelesen habe, man muss keinen Sattel kaufen fürs Pferd. Nein, der ist automatisch dann quasi da. Der ist beim Stall dabei. Genau, das ist auch so ein Komplettset wieder. Genau. Eben, korrekt. So, hier sehen wir unsere Hühner. Die Hühner? Genau, können wir jetzt mal hier von jedem eins kaufen. So. Eric Cyrus fragt, was passiert, wenn die Gesundheit der Pferde auf Null gesunken ist? Dann haben die, glaube ich, wirklich so gut wie überhaupt keine Steigerung im Fitnesslevel. Also lasst die Pferde da draußen nicht verenden, bitte. Kümmert euch um eure Tiere. Also sie werden euch nicht wegsterben, keine Angst. Aber man sollte sich wirklich, wenn man was von seinen Tieren haben will, dann sollte man sich wirklich gut drum kümmern. Wenn du dich um die Hühner kümmerst, dann noch der Knallfrosch fragt, kann der Hund Tricks erlernen? Nein, der Hund ist wirklich ein Gimmick, er ist euer Begleiter. Der kann schon ein paar Sachen, wie wir schon festgestellt haben. Ja, der kann sich auf den Boden wälzen, man kann einen Ball werfen, man kann ihn füttern und so weiter. Aber er lernt keine neuen Tricks. Nein, richtig. Ist schon ein bisschen älter und man sagt ja, einem alten Hund kann man keine neuen Tricks beibringen. Und was man auch sagen kann, maximal ein Hund pro Hof. Genau. Ein Hund pro Farm. Also eine Hundefarm wird es nicht. Sonst wäre es nur noch Chaos, wenn hier zig Hunde rumrennen. Auch wenn es der eine oder andere sicherlich schön finden würde. Welchen maximalen Wert kann ein Pferd erreichen? Hatten wir schon 50.000 Euro, wenn das Pferd komplett austrainiert ist. Wie gesagt, dauert 10 Tage circa. Mhm. Ja. Und dann ist es voll ausgetrainiert und dann bringt es eben 50.000 Euro, also das Zehnfache vom Einkaufswert. 10 Tage, wenn man wirklich schaut, dass die all ihre Werte auf 100% sind, dass es ihnen gut geht und dass sie wirklich komplett ausgeritten werden. Sonst dauert es eben länger. Ja, korrekt. Bis man die 50.000 bringt. Jo. Gut, dann würde ich sagen, so langsam haben wir eine Menge gezeigt. Wird es Zeit vielleicht nochmal, ich greife nochmal hier an die Seite. Zeig nochmal, was es gibt. Nicht nur eine, ich hole... Eine zweite Collector's Edition, die wir für euch da draußen haben. Ich stelle die mal hier irgendwo hin, da kann man sie schön sehen. Zumindest haben das die Kollegen immer so gemacht. Ja, ich habe ja die letzten Tage abgeguckt, während ich hinter dem Stream saß. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr geht auf farmingsimulator.com/gewinn und dann werdet ihr dort eben die Gelegenheit haben, euch einzutragen. Und wir werden zwei Gewinner ziehen. Ihr bekommt dann von uns eine E-Mail, relativ kurzfristig nach dem Stream. Nicht während des Streams, weiß ich ziemlich genau, weil ich verschicke die Dinge. Aber nach dem Stream kriegt ihr auf jeden Fall eine E-Mail von uns und dann werden wir euch eben alle weiteren Details zukommen lassen und danach
die schöne Box, in der, wie gesagt, auch die Modding-Tutorials drin sind, wenn ihr Interesse habt, die First-Person-Pferde oder die Einhörner oder all diese Dinge mal einzubauen. Ganz genau, das geht. Korrekt. Ja, was machen wir, wenn das Gewinnspiel läuft und die Kollegen ziehen? Vielleicht mal einen Kuhstall zeigen oder einen Schweinestall oder sowas. Was ich auch, wir haben noch ein paar Minuten, wenn wir noch die eine oder andere Frage reinkriegen. Auch nicht böse drum. Was ich so ein auch noch sagen wollte, was tatsächlich sehr interessant wird, man kann mit den Pferden natürlich dann auch im Multiplayer, also für sich, man kann Pferderennen machen oder solche Geschichten. Einfach, haben wir ja hier schon probiert. Genau, oder zusammen eben einfach dann ausreiten. Also es ist wirklich schönes, neues, kleine Spielereien, die man damit wirklich auch tun kann. Ich erinnere mich gerne an den Giants Cup gestern, als das halbe Büro damit beschäftigt war, Pferderennen hier zu betreiben. Ja, wir wollten es mal ausprobieren. Plalsel, danke für den Namen, fragt, kann Milch verkauft werden und wenn ja, wie? Milch kann nicht verkauft werden, Milch sollte verkauft werden. Eben, ja. Dazu muss man die aber wieder selber wegfahren. Das war im 17er ja nicht so. Genau. Im 19er ist es wieder so, dass man eben die Milch selber abholen und abtransportieren muss. Gibt es auch, glaube ich, zwei Arten von Anhängern, die man da kaufen kann. Kleineres, größeres Modell. Richtig, haben wir in dem Trailer gesehen, im Milchtrailer, den wir gezeigt haben. Ja. Die Dinger sehen sehr beeindruckend aus, alleine schon, weil sie hübsch alles spiegeln. Sehr, sehr schön. Typhon 1975, wie schnell ist das Pferd maximal? Haben wir vorhin gezeigt. KMH haben wir jetzt keine KMH-Anzeige, also das Vieh. Genau, die maximale Geschwindigkeit ist eben, die, wie es eben galoppiert. Genau, schnell. Es gibt keine KMH-Anzeige im Hard. Müssten wir schätzen. So ist es nicht. Also von daher, Horst Horstmann, oh, das ist eine trickige Frage, ich bin gespannt, Kenny. Vermehren sich die Tiere weiterhin, wenn der Stall voll ist? Nein, ich glaube nicht. Das ist tatsächlich so, wenn der Maximalwert erreicht ist, dann ist kein dann Platz ist eben mehr. Schluss. Dann genau. Ist vorbei. Was man machen kann, ist sich mehrere Ställe kaufen und die dann nach und nach, sage ich mal, die Tiere umlagern, also in den anderen Stall. Wäre auch sonst sinnlos, dann sind wir doch wieder bei 500.000 Schweinen, wenn man einfach nur einen Stall kauft und den volllaufen lässt. Das wäre nicht ganz so schön. Das Tiermenü vielleicht mal zeigen, wird hier gewünscht. Wollen wir das mal machen? Im Escape-Menü quasi. Das war, ach ja, genau, das haben wir hier. Wir haben jetzt ganz oben, sehen wir eben unsere Hühner. Wir haben jetzt natürlich nichts drin. Also wir haben jetzt weder Weizen noch irgendwie Gerste bei ihnen mit dabei. Drunter dann die Kühe und ganz unten, da haben wir unsere Pferde, wie man sie kennt. Genau. Dann haben wir auch eine schöne Auflistung bekommen, das heißt, nicht alles durcheinander gemischt, sondern wirklich die Hühner, dann die Rinder, die Pferde, genau, damit du wirklich schön aussortieren kannst, was ist was. Übersichtlicher geworden. Wenn du schon mal da drin bist, kannst du auch noch mal kurz das Missionssystem zeigen. Ja, einfach weil wir gerade da sind und eben noch Wenn wir schon mal Menüs zeigen, dann wenn wir schon Menüs zeigen, genau, haben wir schon ein paar Mal auf Stream gezeigt, aber ich weiß, dass immer wieder gerne gefragt wird. Es ist eben so, dass man nicht mehr wie früher zum Feld muss, um dann eine Quest anzunehmen, sondern es ist eben jetzt so, dass man die Contracts, die Verträge, wie sie jetzt heißen, alle auf einen Blick sehen kann. Man kann sich dann den aussuchen, den man haben möchte. Es gibt auch ein paar neue Missionen dabei, die es im 17er so noch nicht gegeben hat. Und die könnt ihr mit euren eigenen Fahrzeugen machen oder ihr könnt sie mit geleasten Fahrzeugen machen. Das ist auch der neue Unterschied in der, im Finanzen quasi. Denn früher war es eben so, je schneller man war, desto mehr Geld hat man bekommen. Das ist vorbei. Wir haben den Timer abgeschafft. Ja. Ihr könnt das jetzt mit euren eigenen Fahrzeugen machen, gibt ein bisschen mehr Geld. Das Ganze ist Multiplayer-fähig, was sehr, sehr schön ist. Man kann aber trotzdem pro Farmen nur eine Mission aktiv haben. Aber es können, genau, eben jetzt, wenn zwei, drei verschiedene Farmen gleichzeitig jeweils eine Mission machen, das ist kein Problem. Genau. Wir haben mittlerweile unsere Gewinner. Werner, möchtest du die Gewinner announcen? Absolut. Wir haben einmal zwei Gewinner der jeweiligen Collector's Edition. Einmal der Sebastian Spiewak, glaube ich, und Dennis Bernecker. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Collector's Edition sind quasi auf dem Weg zu euch. Ja, damit sind wir im Grunde auch am Ende des heutigen Streams angekommen. Wir müssen gleich ein bisschen Platz schaffen, denn unsere englischen Kollegen übernehmen in einer Stunde mit dir wieder. Ich bleibe da, dabei. Ja. Ich bleibe einfach sitzen. Für diejenigen von euch, die Englisch sprechen, vielleicht sehr, sehr interessant, denn das wird das Q&A mit dir tatsächlich. Genau. Ne? Da geht es so ein bisschen darum, was macht das QA-Team, aber eben auch weiterhin um Fragen, die ihr dem Kenny und unseren beiden Leuten stellen könnt. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch generell gefällt, was wir tun, wenn ihr auf Twitch guckt, habt ihr irgendwo da unten in der Ecke ein... Nein, auf Twitch ist er da oben, richtig. Auf Twitch ist er da oben ein Follow-Button. Auf YouTube ist er da unten in der Ecke. Folgt uns, wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. Wir sind die ganze Woche hier, wie man so schön sagt. Wir haben weiterhin immer um 18 Uhr einen deutschen Stream, um 20 Uhr einen englischen Stream. Am Sonntag haben wir dann morgens auch nochmal einen polnischen Stream für diejenigen, die da vielleicht Interesse dran haben. Und wir haben noch einiges Interessantes zu zeigen. Ich sage vielen Dank. Der Werner, unser Gast, verlässt uns jetzt leider und wird nicht weiter auf unseren Streams dabei sein.
Werner von Burning Gamers, vielleicht kann man das auch nochmal erwähnen, lobend. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat danke sehr für die viel Spaß Einladung. Gemacht. Dankeschön. Und Kenny und ich sind natürlich noch die ganze Woche hier. Ab übermorgen dann mit dem lieben Oysterpropper. Ich sag vielen Dank. Macht's gut, ihr alle. Und vielleicht sieht man sich in der Stunde auf dem englischen Stream. Ich bin dann wieder hinter der Kamera. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.